Also das Ergebnis der Volksabstimmung war, dass das Land den Finanzierungsvertrag nicht kündigt. Die Landesregierung begleitet Stuttgart 21 kritisch konstruktiv, erfüllt seine vertraglichen Verpflichtungen, beginnt keine Ausstiegsdebatte. Und es ist so, dass derzeit nicht nur eine Vertrauenskrise herrscht, weil die Mehrkosten uns in einem Zeitraum von 6 Wochen mitgeteilt wurden und dem entsprechenden Lenkungsausschuss davon noch nicht die Rede. Es besteht auch nicht nur eine Vertrauens-, es besteht auch eine Finanzierungskrise, denn alle Bund, Land, Stadt und Verband, Region wollen nicht mehr zahlen. So, der Kabinettsbeschluss vom 13. September gilt uneingeschränkt. Das Land wird sich an Mehrkosten über den Anteil von maximal 930 Millionen Euro hinaus nicht beteiligen. Dieser Kabinettsbeschluss fand vor der Volksabstimmung statt. Das ist ganz entscheidend wichtig. Es gab einen Abstimmungskampf, kurz zusammengefasst in der Broschüre mit 10 Pro- und 10 Kontrapunkten. Dagegen der Kabinettsbeschluss zum Kostendeckel ist Regierungshandeln und fand vor der Volksabstimmung statt. In der Regierung sind bekanntlich Befürworter und Gegner des Projektes gemeinsam versammelt gewesen bis zur Volksabstimmung. Das heißt, dieser Kostendeckel ist einmütig vorher beschlossen worden. Und er ist somit Grundlage dessen, auf dem die Volksabstimmung stattgefunden hat. Das wussten alle, auch die Bahn. Es war also sozusagen das Konditionierte an dem ganzen Verfahren. Und dass die Bahn nun formal die Sprechklausel gezogen hat, zeigt in ernster Lage. Sie hat erkannt, dass sie mit Stuttgart 21 in einer Finanzierungskrise steckt. Ja? Und die müssen wir überwinden und wir brauchen also klare Beschlüsse dazu, wer mehr Kosten trägt. Das Land hatte eine klare Haltung, aber darüber zu reden mit der Bahn ist deswegen, Herr Nürnberg, erforderlich, weil auch die zugesagten Kosten wir ja nur dann beisteuern können, wenn gesichert ist, dass das Projekt auch technisch und finanziell durchfinanziert ist. Das heißt, dass es gebaut wird. Das müssen wir ja sicher sein, bevor wir da weiter Geld reinstecken. Ich will noch mal sagen, diese 930 Millionen sind eine freiwillige Leistung des Landes, die wir vertraglich zugesagt haben. Das ist eine freiwillige Leistung des Landes. Deswegen kann denn das Bauen von Schienen, Bahnhöfen und so weiter ist nicht Aufgabe der Länder, sondern des Bundes und der Bahn. Und es ist eine freiwillige Leistung, zu der wir uns allerdings vertraglich verpflichtet haben. Folglich kann es, das ist unsere Interpretation der Sprechklausel, keine Nachschusspflicht geben. Ja, also deswegen kann ich aber auch nicht zulassen, dass mal einfach weitergebaut wird, nicht, und dann ist nicht klar, wie es weiterfinanziert ist. Das ist sozusagen das Hintergrundrauschen von BER. Kann von niemandem verlangen, dass er sich in ein sehendes Auge, in ein Desaster führen lässt. Das muss wirklich jeder einsehen. Insofern muss man da jetzt sozusagen über das, was ich gesagt habe, auch nichts herbeireden. Wir stehen zu dem Projekt, aber es ist ganz normal, dass solche Projekte klar sein müssen, wie sie durchfinanziert werden nach dem Debakel, das wir mit der Elbharmonie oder dem Flughafen in Berlin haben. Und da geht es, glaube ich, inzwischen um etwas mehr als die Einzelprojekte. Es geht um ein Vertrauen,
in die Bundesrepublik Deutschland. Ja, dass sie in der Lage ist, mit ihren Ingenieuren und mit ihren Finanzierern Großprojekte wirklich zu stemmen und zur Befriedigung zu bauen.